So, ja, genau. 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 Mein Gott. Nein, ich möchte den Scheiß jetzt nicht verwenden. Ja, okay. Ja, und da ist jetzt anscheinend, ich muss mir schon wieder ein neues Auto kaufen, ey. Unglaublich. Ah, verkaufe ich den Witz wieder, oder? Ja, gucken wir erst nochmal. Ich hatte doch eigentlich gesagt, irgendwie Mitsubishi oder so, ne? Gucken wir einfach mal bei M nach. Maserati ist da. Mitsubishi. Da gibt es ja nicht irgendwie alte Autos. Nein, das sind alles so neue. 96, 05. Und europäisch, da könnte ich... Ja, bei Audi Benz nachgucken, ob die da irgendwas Altes haben. Aber da haben die auch nichts Altes, ey. Von 03. Aber Alpha war doch was Altes, oder? 06, 06, 08. Yay, 65. Komm, den kaufen wir uns für 10 Mille. Super. Die haben ja wahrscheinlich auch nichts Altes. Ja, genau, das sind die, die ich mir auch genau vorgestellt habe. Mein Gott. Und was machen wir jetzt? Wir können auch mal beim Benz vorbeigucken, beim Onkel Benz. Mercedes. Mercedes, McLaren? Sag mal, hier unten. Ein verfügbares Auto, wenn ich das nur sehe. Ja, genau. Und das kostet 237.000. Ey, du kannst mich mal. Fick dich. Le Fick, hab ich gesagt. Und Gebrauchtwagenhändler? Schau halt hier, die fangen bei 97, 95, 97, 98. Nee, das kannst du vergessen. 99 und 2000, da ist einer von 96, aber das bringt mich nicht viel weiter. Ja, Leute, jetzt stehen wir vor einem kleinen Problem, ne? Also entweder ich habe jetzt hier irgendwas nicht mitgekriegt oder so, aber eigentlich, ja, den Japsen-Klassiker halt noch, ne? Was gibt's denn da? Da hatte ich ja schon mal geguckt, ne? So, Nissan Skyline. Aber bei Nissan waren wir doch schon, ne? Obwohl, wer könnte man nochmal gucken? Bei Nissan gucke ich jetzt nochmal. Wenn es da jetzt nichts Altes gibt, dann kaufe ich mir wirklich den Fair Lady Dingsbums und ja, dann wird das gefahren. Also das letzte wird dann gefahren. So, hier N. NP. Das ist immer zu weit. Oh, da unten. 15 Autos, die ich schon fahren könnte. Na, das ist doch schon mal... Ach, hier war ich doch schon mal, ne? Hier. 1990, aber ich brauche 79. 02, 89, 06, bla bla. Ja, den wollte ich mir dann eigentlich kaufen. Der war doch eigentlich ganz stattlich für das letzte Rennen. Oder was, wie sieht's mit dem aus? Level 7, den kann ich mir doch auch schon holen, oder? 43.000, nee, ich habe zu wenig Geld. Wieso heißen die hier alle Fair Lady und nicht einfach Nissan 350, BZW 370Z? Was denn das für ein Scheiß? Was mit dem hier, der ist wahrscheinlich schlechter, ja. Kostet auch mehr, warum auch immer. So, ja, schenken kannst du mir gerne was, nur ich werde es halt nicht benutzen, das Auto. So, ja, ich würde sagen, kaufen wir uns den, oder? Weil, das deprimiert mich jetzt schon leicht. Ja, den muss man in diesen Orange nehmen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich da tun soll, ich meine.
Ich hab ja, ich kann ja auch noch mal in der Garage nachgucken, aber ich hab da nicht so ein Auto. Oh ja, der hört sich schon mal richtig geil an. Richtig geil. Geil. Richtig geil. So. So. Ja, jetzt hat er mir hier wieder ein Auto geschenkt. Ja, schauen wir doch mal rein, oder? So, Geschenke. Viel Spaß. Spezielles Autoticket Spoon C. Okay. So, komm, gucken wir mal. GT Live. Dann Autobörse müsste es eigentlich sein. Oder habe ich den jetzt schon in meiner Garage stehen oder so? Nee. Das ist der vom anderen. Nee, habe ich nicht. Naja, egal. R-Spec. Ich glaube, das letzte ist auch eine Meisterschaft, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Nee, keine Meisterschaft. Was haben die so? Ja, 238 kW, 253 schon mit M3. Da habe ich ja den. Ja, passt schon. Probieren wir es. Direkt, der hat jetzt noch 225 kW. Verarschen. Naja, gut. Das hole ich mit meinen Superfahrkünsten, hole ich das raus. Ein M3 von 04, das ist aber früherer M3, also nicht der neue. So, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Die Strecke kenne ich. Ja, die kenne ich. Und da gibt es richtig gescheit Kohle dafür. So, Start, auf geht's. Mal gucken, wie ich so gegen die M3s und Mustangs ankomme. Ja, ich esse schon wieder ein Gummibärchen. Vielleicht kriege ich da jetzt auch ein Auto, ein europäisches vielleicht, womit ich die anderen Sachen machen kann. Das wäre jetzt auch geil, aber das bezweifle ich gerade so ein bisschen. Ah, ein Z4 fährt vor mir. Ja, das sollte doch für unseren Nissan 350Z, sage ich jetzt einfach mal, keine schwere Aufgabe sein. Und ich glaube, jetzt können wir hier auch mal direkt Cockpit-Ansicht schalten, oder? Crossfire ist auch dabei. Genau. Ja, das ist die richtige Ansicht. Sieht man auch wenigstens schön den Drehzahlmesser. So. So, aber den wollte ich mir eigentlich jetzt schon noch krallen. Oh, oh, oh. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Dass der nicht zu quer geht. So. So. So, ja, ich weiß, hier müssen wir stark in die Eisen gehen. Oh ja, bei dem Auto muss ich wirklich aufpassen. Ja, ich habe jetzt vergessen runterzuschalten, ich weiß. So, aber der erste ist jetzt doch schon noch ein Stück weg. So. Huhuhuhuhu. So. Jetzt lass mich doch mal hier vorbei. Und der geht sowas von quer. Okay, ich brauche mal einen Neustart, bitte. Alter. Okay, jetzt muss ich wirklich ein bisschen aufpassen. Also nicht immer direkt aufs Gas. Sondern behutsam. Chakra. So. Ist der Cockpit-Ansicht jetzt drin? Ich glaube schon, ja. Alter, schaltet viel zu früh. Depp. So, hier im Windschatten ransaugen. So. So. So, und jetzt im Beschleunigungsteil, da hat der Mustang keine Chance. Da ist der Nissan einfach besser. Ich war, glaube ich, gerade ein bisschen stiller, weil ich gucken musste wegen der Kurve. So, jetzt
Mein Gott. Tanzt er mir hier wieder vor der Nase rum. Mein Gott, Depp. So. So, und jetzt hier langsam aufs Gas. So. Jetzt kleben wir doch schon mal wieder beim ersten. So. Oh, oh, oh. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Traktionskontrolle ist an und wie sie an ist. Ich will das gerade... Kaka. Sag mal, wieso schaltet der die immer an? Das hasse ich. Wenn ein Computer was macht, was ich nicht will. Ja, jetzt hat er es drin. So, und jetzt komme ich richtig geil ran. Das merkst du richtig am Geschwindigkeit, an der Geschwindigkeit. Oh nein, nicht in der Wiese bremst, das geht nicht gut. Nissan. Ah. Shit. Das war nicht so gut. Das war überhaupt nicht gut. So. So. So, aber wir arbeiten uns hier wieder richtig gut ran. So, bisschen quer, kein Problem. So, und zack, wieder hochschalten. Der schnurrt richtig gut hoch. Oh, der, nee, passt. So. Mist, Mist, Mist. Da hätte ich bisschen weniger bremsen können, dann wäre es perfekt gewesen. So, aber jetzt wieder der Windschatten. Und jetzt diesmal gehe ich innen vorbei. Auch wenn er mir innen schon gut zumacht. So. Oh, alter Schwede. Hier sieht man noch die super Bremsspur von mir. So. Aber jetzt konnte ich mich doch schon wieder, ja, kleine Wagenlänge absetzen. Wow. So. Ah, der war sehr gut gefahren. Oh nein, der geht zu weit. Hier schalte ich jetzt extra nicht in den ersten runter, weil es wahrscheinlich erstens nichts bringen würde. Und zweitens verhindere ich da auch ein bisschen das Durchdrehen der Räder. So. Aber ich bleibe weiterhin vorne. Boah, massives Untersteuern hier. Und das könnte mich den Sieg... Ja, das kostet mich den Sieg. Kacke. Es war doch richtig, da mehr in die Bremse zu gehen vorhin. Scheiße, scheiße. Kacke.